So, und damit hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Everybody's Gone to the Rapture. Wieder auf der Zeltwiese hier. Wir waren im letzten Video ja schon ein Stück weiter. Aber dann werden wir da mal... Was ist denn hier noch? Weiterlaufen. Das kennt man ja hier alle. Wir waren ja hinten schon bei den Trailers. Trailern. Eine Schubkarre. Was anderes hier? Gut. Wollen wir da mal wieder hinlaufen? Weiß nicht, warum man da nicht gespeichert hat. Keine Ahnung. Aber ist ja nicht so tragisch. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, im letzten Video haben wir die Geschichte von Lizzie angefangen. Die Geschichte von Frank war ja auch zu Ende. Und jetzt haben wir so ein bisschen was wieder erfahren, dass zum Beispiel da hat jemand boostet. Eine Diana und ein Sean Verursacher waren für diesen Unfall, den man ganz am Anfang an der Zerbrücke da gesehen hat. Für dieses Auto, wo das stand. Ich glaube, das wird hier gleich nochmal erzählen. Muss halt jetzt auch nicht noch regnen. Ja, genau. Was ist los? Sie sehen schrecklich aus. Mrs. Graves. Sean, was ist mit denen? Geht's ihnen gut? Ist okay. Nein, komm schon. Nun gut, ich hole Ihnen eine Tasse Tee. Mrs. Graves, ich muss Ihnen etwas sagen. Lass es, Di. Haben Sie versucht, das Tal zu verlassen? Die Straßen sind dicht. Ich weiß. Ich bin sehr schnell gefahren. Aber der andere Wagen war auf der falschen Straßenseite und... Oh Gott, ich glaube, er... Di, verdammt, lass gut sein. Alles gut. Hey, Ihnen geht's gut. Sean geht es gut, dem kleinen Dylan geht's gut. Nur das ist wichtig. Allen geht es gut. Aber er... Nein! Ich brauche Ihre Hilfe. Einige der Kinder sind sehr verängstigt. Darum wollen Rachel und ich das Stück vorantreiben, damit sie beschäftigt sind. Sie sagten neulich, Sie spielen Klavier. Würden Sie uns helfen? Ja, ja, das kann ich. Aber Mr. Graves, Robert... Kommt prima allein zurecht. Er ist schon erwachsen. Keine Sorge. Gehen Sie zum Veranstaltungsraum zu Rachel. Sie sagt Ihnen, was geprobt werden soll. Okay, danke, Mrs. Graves. Vielen Dank. Und Sean, suchen Sie bitte Reese. Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, klar. Na los. Oh, Robert. Ah, Robert war das. In dem anderen Wagen. Habe ich das mal gar nicht mitgekriegt. Gut, dann haben wir ja im letzten Video auch schon mitgekriegt hier. Dass die beiden den Unfall verursacht haben. Theoretisch, aber wenn ihr auf der anderen Seite zur Straßenseite war. Ist halt immer ein bisschen was anderes. So, ich glaube hier vorne war noch irgendwas. An die gleichen Trailer waren alle zu. Da kam ich ja zum See. Ja. Hier ist aber nicht zu. Ist offen. Ich will jetzt gleich da reingucken. Da war hier noch ein Radio, das weiß ich. Das ist ein Pizza, nicht hier. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen. Da war eine Licht. Das ist ganz schön wieder vor, ich habe von nicht rein. Ah, wie ist das? Der war zu, der war zu, der war zu. Dann kam ich zum See, da war auch nichts Besonderes jetzt ja. Gut, dann sind wir zum Radio. Das war ja irgendwo hier. Da, das steht. Alle fünf Türme arbeiten jetzt zusammen und ich habe den Empfang im roten Bereich, aber es reicht nicht. Ich werde versuchen, das Signal durch Turm 6 umzuleiten, um einen einzelnen Empfangspunkt zu schaffen. Durch die Neuausrichtung des optischen Systems sollte theoretisch ein Maximum des Signals am Ausgangspunkt entstehen. Wenn ich mir diesen Ausgangspunkt als siebten Turm vorstelle, ergibt das irgendwie Sinn. Irgendwie. Ich fürchte, das geht weit über alles hinaus, was ich über Physik weiß.
Aber egal, einen Versuch ist es wert. Okay, ich habe keinen Hof verstanden. Aber hinten ist noch was? Kann ich da lang? Nein, schon gar nicht. Ja. Und die CryEngine macht schon echt was her, muss ich sagen. Ich glaube, da habe ich im letzten Video auch schon wieder. Und davor. In ihrem Büro ist sie auch nicht. Sie wohnen in der Nähe, oder? Ja, im Dorf. Glaubst du, sie ist Mr. Graves suchen? Lizzie weiß, Robert taucht wieder auf, wenn er nüchtern ist. Er kommt klar. Soll ich sie suchen gehen? Nein, schon gut. Komm, ich habe den Kindern versprochen, die letzte Nummer nochmal zu proben. Und dann gibt's Tee für alle. Du bist ihr sehr ähnlich, weißt du? Wie Lizzie. Ich? Nein, sicher nicht. Ich bin bei der ersten Gelegenheit hier weg. Okay, das ist natürlich richtig stumpf hier. Na toll, dass er sich hier festgebackt hat. Da ist er sein Ehren. Ach nö. Ach Gott, verdammt, ist er doch kacke. Jetzt hat er sich hier reingepackt. Ja, gut, dann In ihrem Büro ist sie auch nicht. Sie wohnen in der Nähe, oder? Ja, im Dorf. Glaubst du, sie ist Mr. Graves suchen? Lizzie weiß, Robert taucht wieder auf, wenn er nüchtern ist. Er kommt klar. Soll ich sie suchen gehen? Nein, schon gut. Komm, ich habe den Kindern versprochen, die letzte Nummer nochmal zu proben. Und dann gibt's Tee für alle. Du bist ihr sehr ähnlich, weißt du? Wie Lizzie. Ich? Nein, sicher nicht. Ich bin bei der ersten Gelegenheit hier weg. So, und da sind wir wieder. Diesmal werde ich nicht in diese dämliche Karussell laufen. Dachte ich doch mal festlegen. Gut. Ja, Lizzie ist also weg. Wahrscheinlich Robert suchen, der den Unfall hatte. Der ist wahrscheinlich auch zack, boom, weggebeamt, wie die meisten Leute sind. Na komm, bevor ich da jetzt noch mit dem neuen Titel und ob irgendwas das große Hilfe auf. Hier die Schliefe. Hier ist nichts. Ist hier jemand, hat wieder Nasenbluten gehabt hier? Beschild. Meldung des Herberten Bezirksratkomitees für Katastrophenschutz. Straßen- und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinder, Führer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie. Okay, warum regnet das hier rein, dass sie ein bisschen Spiel brauchen? Haben sie ein bisschen gepennt, dann umzuändern. Okay. Wahlzimmer direkt am... Und das ist natürlich sehr... stumpf. Mal sind sie hier und legst ein Ei. Ich glaube, das ist nicht so geil, ne? Nur mit so einem Vorhang. Könnte auch wohl hart stinken. Oder gut, da war noch so ein. Ich hab wahrscheinlich die Wand hingezogen, nach dem Eingang hier hin. Oh. Anemone. Glasflaschen. Pumpe.
Ja, da hinten ist gut. Ah, da komme ich eh nicht rein. Seeanemone, Naturjoghurt. Seeanemone, Naturjoghurt. Oh, die. Windmühle. Ja, komm doch, entspann dich. Da komme ich aber zum See. Und brennt der Clown noch. Ne, der ist aus. Hallo, Catherine? Kate, bitte. Elizabeth? Lizzie, ich habe viel von Ihnen gehört. Es ist gut, wissen Sie, Sie und er, es ist nicht schwierig oder so. Sollte es das? Wie bitte? Sie meinten, es wäre nicht schwierig. Warum sollte es das auch sein? Das mit Ihnen und Steven ist lange her und dann ist er weggegangen. Für mich ist es jedenfalls nicht schwierig. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen oder... Das haben Sie gar nicht. Hören Sie, Elizabeth. Ich, Lizzie, bitte. Lizzie. Gut. Sie scheinen ganz in Ordnung zu sein. Und ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber sehen wir das Ganze einfach realistisch, ja? Also, versuchen wir doch unser Bestes. Das machen die Briten doch so. Ja, das stimmt wohl. Dann tun wir mal unser Bestes. Oh, wow. Das ist für ein Gespräch. Wow. Sie ist abgehauen. Sag sowas nicht, Reese. Das würde sie nicht tun. Oder? Was ist mit Dylan? Sie hat sich nicht darum gerissen, auf ihn aufzupassen, oder? Sie hat's auf dich abgewälzt. Sie kommt nicht zurück. Dann lass sie halt. Sie denkt immer nur an andere. Bestimmt hat sie etwas Wichtiges zu erledigen. Dann bist du hier jetzt wohl der Boss. Also hauen wir wohl nicht ab, oder? Spanien kann warten. Pass auf. Du gehst da wieder rein und lieferst die beste verdammte Peter Pan-Aufführung aller Zeiten ab. Und ich hole deine Eltern. Versprich, dass du wiederkommst. Versprochen. Ja, ein großer See, ne? Gut, weiter komme ich nicht rein. Da ist ein Strom. Ganz Observatorium. Auf der anderen Seite war ich auch schon. Okay, ich bin komplett rumgelaufen. Alle Urlauber sind verantwortlich. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, so verstanden. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum.
Es war wieder ein toter Vogel im Swimmingpool. Das ist der vierte heute Morgen. Hast du ihn rausgefischt? Ja. Hatten Sie schon Zeit, über die Gehaltserhöhung nachzudenken? Tut mir leid, Reese. Ich hatte viel zu tun. Oh, Rachel. Ich bin zu spät, Mrs. Graves. Ich habe das Tenniszeug weggeräumt. Hast du noch mal in Mr. Coles Hütte nachgesehen, wie ich gesagt hatte? Er ist noch nicht zurück. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Vielleicht ist er ins Dorf gegangen. Vielleicht, ja. Gut die Dentons hatten für 16.30 Uhr eine Tennisstunde gebucht, sind aber nicht aufgetaucht. Also bin ich zu ihrer Hütte. Sie nehmen ja immer die am Lagerfeuer. Aber da waren sie auch nicht. Vielleicht wollten sie im Dorf einen Staubsaugerbeutel kaufen und haben Mr. Coles mitgenommen. Staubsaugerbeutel? Warum sollten sie das tun? Ich glaube, Mrs. Denton hat gesaugt und der Beutel ist geplatzt. Deshalb brauchten sie einen neuen. Die ganze Hütte ist nämlich voller Staub. Alle in Asche. Von der irdischen Form zur himmlischen Form oder irgendwie sowas. Also klar. Ah, hier ist der Pool. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum, bitte. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum. Wieder weh. Sie tut immer zu weh. Und ich bin die letzten 10 Jahre prima zurechtgekommen. Ist also etwas spät für die Ritternummer. Wie du meinst, ich wollte nur helfen. Ach, verdammt, Steven. Ich bin kein rührseliger Teenie, den du ewig zappeln lassen kannst. Sieh dich um. Ich habe das alles erschaffen. Habe alles allein gebaut, als alle mich schon als armen kleinen Krüppel abgeschrieben hatten. Du weißt, dass ich dich nicht so sehe. Du warst aber nicht da, oder? Nein. Du hattest mich schon lange vor dem Unfall aufgegeben. Was willst du von mir, Lizzie? Ich liebe dich. Ich würde alles tun. Alles außer es Kate zu sagen. Dachte ich mir. Ich liebe dich auch. Aber manchmal glaube ich, du sagst nur, was alle anderen deiner Meinung nach hören wollen. Out of order. Gut, ich komme jetzt zum Abschlussraum. Wir sind wieder warm, das ist immer noch gefühlt. Schlaf, mein Baby. Schlaf ganz fest.
Wolken und Sternenlicht überall. Wenn du aufwachst, bist du mein. Sternenlicht, Schlaf und Liebe. Schlaf, mein Baby, Staub. Wolken und Sternenlicht. Ist bald gezählt. Sind unsere Stunden gezählt? Gehen wir zu Sternenlicht, Schlaf und Liebe. Schläft er? Alles okay, Kleine? Ich bin okay. Gehen Sie schlafen, Charlie. Sie sehen erschöpft aus. So ist gut. Schlaf. Schlaf. Das war die Geschichte von Lizzie. Beziehungsweise im Prinzip ist Lizzie, ist es ja noch nicht vorbei. Das waren jetzt Rachel und Charlie. Ich komme jetzt langsam wieder in Richtung Sanatorium. Diese zwei, wahrscheinlich Kate und Steve, ne? Steven, na mal so. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Die Daten kommen schneller rein, als ich sie verschlüsseln kann.
Zwei Prozessoren sind schon ausgestiegen. Einfach durchgebrannt. Bitte, ich liebe dich. Du musst da sofort raus. Es ist nicht sicher. Ich brauche dich, Steven. Ich brauche dich hier. Ich öffne das Tor manuell und lass dich rein. Es ist zu gefährlich. Du verstehst nicht, was hier draußen los ist. Nein, du verstehst das nicht. Wir können das schaffen. Wir können eine Lösung finden. Ich brauche nur mehr Energie. Ich muss das Signal verstärken. Das kann ich nicht alleine. Du hast die Chance gesehen. Du hast alles berechnet. Weißt du noch? Wir sind für all das verantwortlich. Du und ich. Es sind aber nicht mehr bloß du und ich, oder? Gott, Kate, du versuchst mit ihm zu reden, stimmt's? Kate, das darfst du nicht. Steven, ich muss es tun. Okay. Nicht hin, der springt nicht an. Es ist nicht weit bis zum Camp. Wir sollten uns trennen. Du holst Rachel und ich gehe zurück zum Dorf und suche Evie. Wir sollten uns lieber nicht trennen. Finde ich auch, Charlie. Aber wir müssen. Wir treffen uns später bei mir, okay? Dann können wir reden. Warum sagst du nicht, was passiert ist? Nein, nein. Du bleibst heute Nacht lieber im Camp. Komm morgen zu mir. Bring Rachel heim. Sie wird ihre Mutter brauchen. Mac! Kümmere dich um Mac. sie. Mac! Was denn, Charlie? Nichts. Sei bitte einfach vorsichtig. Das werde ich, versprochen. Du auch. Wir sehen uns später. Okay, wir sind ins Mac. Nehmen wir auch einige tote Vögel hier. Warnings. Will das mich ins... Ah, den Boggle. Ein Bauunternehmen. Wieso rufst du nicht von zu Hause an? Schwer zu erklären. Ich muss ihm überall hin folgen. Wenn es einen geeigneten Wirt findet, verstärkt es sich. Tut mir leid. Das ist schwer zu verstehen. Im Radio erzählen sie was von der Grippe und Quarantäne. Aber das? Ich weiß, dass du kein Doktor der Medizin bist, aber das klingt alles wirklich seltsam. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Aber es hat etwas mit neulich Nacht zu tun. Steven, dein Gesicht dieses Mal. Glaubst du, du bist infiziert? Es ist keine Krankheit, Lizzie. Es ist etwas anderes. Kate hat da was über Muster gesagt, aber ich begreife es noch nicht ganz. Okay, komm doch vorbei. Wir essen was und dabei reden wir in Ruhe. Hast du mit Kate gesprochen? Sie hat sich im Observatorium eingeschlossen. Sie steckt bis zum Hals in Daten. Aber es ist schon hier in der Außenwelt. Ich muss sehen, wie es sich anpasst. Wie was sich anpasst? Steven, erklär es mir. Die Zeit ist um. Lizzie, hör zu, halt dich bereit. Ich muss los, es bewegt sich weiter. Ich ruf wieder an. Mhm. Was ist denn jetzt erst, Mann? Was ist es? Sagt es mir. Ein flüssiges Licht, ja, wow. Soll ich mir denn da drunter vorstellen? Boah, das gab eine Trophäe.
Meinst du, es gefällt ihr? Das Haus ist eine Bruchbude. Steven, ich glaube nicht, dass... Das ist ein Abenteuer. Wir können hier Wurzeln schlagen, eine Familie gründen. Bist du sicher, dass sie Kinder haben will und hier bleiben? Sie gehört schließlich nicht hierher. Fang bitte nicht wieder damit an. Ich meine ja nur, sie ist ehrgeizig, Schatz. Und sie ist, naja, älter. Sie wird nicht zu Hause festsitzen und die Kinder hüten wollen. Weil es für dich so mit mir war? Oh, hör auf, Steven. Das habe ich nicht gemeint und das weißt du. Ich sage ja nur, dass du dich entscheiden musst. Wenn du eine Familie willst, ja, du weißt ja, wie sehr Lissy eine Familie will. Scheiße, Mom, ich wollte keine Eheberatung. Ich wollte nur deine Meinung zu dem beschissenen Haus. Steven Appleton, wie redest du denn? Aber du musst das einfach einsehen. Kate ist die brillanteste, außergewöhnlichste, wunderbarste Person, die ich je getroffen habe. Sie ist wie niemand sonst. Die Art, wie sie die Dinge sieht. Es ist, als hätte sie ganze Welten in ihrem Kopf. Ich glaube nicht, dass du oder sonst jemand das wirklich versteht. Na gut, sorry Leute, ich würde mal sagen, ich bin da mal hier passend das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise, ich vergesse immer, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Dass ihr halt mit dabei wart. Und Bock drauf hattet, hat mich sehr gefreut. Und jetzt könnt ihr mir auch ein Like geben. Oder ein Abo, gebt mir ein Abo. Abonniert mich gerne. Aber vergesst dann halt die Glocke nicht, oder sonst richtig keine Videos von mir angezeigt. Und das wäre natürlich ziemlich blöd. Man könnte euch mal Quatsch nicht mehr anhören. Gut. Ja, dann werden wir hier mal weiterlaufen im nächsten Video. Stevens Geschichte. Und ich denke mal dann vielleicht noch Kate's. Aber ich glaube, Kate's kriegen wir ja immer so bruchstückweise durch die Radio. Frequenzen, Radiosendungen. Miterlebt. Deswegen glaube ich nicht, dass sie kommt. Aber man weiß es nicht. Und wird sich ja zeigen dann. Hier ist die nächste Radio. Von daher. Mal sehen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal mit dabei. Wäre ganz geil, würde mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.